Das hier ist ein DIN A3 Blatt. Und beim DIN A3 Blatt gilt, diese Länge geteilt durch diese Breite, das ist eine ganz bestimmte Zahl. Jetzt falte ich dieses DIN A3 Blatt genau in der Mitte und so erhalte ich ein DIN A4 Blatt. Und bei diesem DIN A4 Blatt gilt, diese Länge geteilt durch diese Breite, das ist genau dieselbe Zahl wie eben beim DIN A3 Blatt, diese Länge geteilt durch diese Breite. Und wenn ich jetzt ein DIN A4 Blatt nehme, bei dem diese Länge geteilt durch diese Breite diese ganz spezifische Zahl ist und auch dieses DIN A4 Blatt in der Mitte falte, so erhalte ich ein DIN A5 Blatt. Und bei diesem DIN A5 Blatt gilt wieder, diese Länge geteilt durch diese Breite, das ergibt genau dieselbe Zahl wie beim DIN A4 Blatt, diese Länge geteilt durch diese Breite. Aber wie sind die genauen Maße von einem DIN A4 Blatt festgelegt worden? Und was hat das Ganze mit Quadratwurzel von 2 und Quadratwurzel von 3 zu tun? Das werden wir jetzt genauestens untersuchen. Solche Vergrößerungen oder Verkleinerungen, die so sind, dass Länge geteilt durch Breite unverändert bleibt, das heißt, diese Länge geteilt durch diese Breite, das ergibt eine ganz bestimmte Zahl und diese Zahl ist genau dieselbe wie diese Länge geteilt durch diese Breite. Solche Verkleinerungen sowie auch Vergrößerungen kann man sehr schön konstruieren durch eine zentrische Streckung. Beobachten wir das nochmal. Der Mathematiker sagt, diese zwei Rechtecke seien ähnlich. Jetzt nehme ich nochmal solch ein A4 Blatt, schiebe es kurz beiseite und drehe es um 90 Grad. Dieses Blatt passt genau zweimal auf dieses Blatt, denn nehmen wir an, das ist ein A4 Format, dann ist das hier ein A3 Format. Dieses Blatt passt genau einmal und ein zweites Mal auf dieses DIN A3 Blatt. Wir werden jetzt ausdrücken, dass diese Länge geteilt durch diese Breite genau dieselbe Zahl ist wie diese Länge geteilt durch diese Breite. Aber diese Länge hier, das ist genau das Doppelte von dieser Breite. Und diese Breite hier, die entspricht genau dieser Länge L, also so. Das ist die Länge 2 mal B und das ist die Breite L. Und der Bruch L geteilt durch B ist hier gewahr, das heißt 2B geteilt durch L ist genau dieselbe Zahl wie L geteilt durch B. Das halten wir schon mal fest. Und jetzt multiplizieren wir hier kreuzweise und finden so, dass L² 2B² sein muss. Also ist L² auf B² gleich 2 und somit ist dieses Verhältnis L geteilt durch B die Zahl Quadratwurzel von 2. Bei solch einem DIN A-Blatt gilt also immer, Länge geteilt durch Breite ist Quadratwurzel von 2 oder auch die Länge ist immer genau Quadratwurzel von 2 mal die Breite. Und was hat solch ein DIN A4 Blatt nun mit Quadratwurzel von 3 zu tun? Das findet man heraus, wenn man eine Diagonale von solch einem Blatt zeichnet. Diagonale mit Länge D. Wir erhalten hier ein rechtwinkliges Dreieck, in dem der Satz des Pythagoras besagt, D im Quadrat gleich B im Quadrat plus L im Quadrat. Also muss das Maß der Diagonalen gleich zu dieser Quadratwurzel sein. Aber die Zahl L², das ist genau 2b². Also muss die Diagonale dieses Maß haben. 1b² plus 2b², das sind 3b². Und die Quadratwurzel aus 3b², das ist die Quadratwurzel aus 3 mal b.
bei einem DIN A4 Blatt oder auch DIN A3 Blatt oder alle DIN A Blätter gilt also, die Länge ist Quadratwurzel von 2 mal die Breite und die Diagonale, das ist Quadratwurzel von 3 mal die Breite. Wie bestimmt man aber nun die genauen Maße von einem DIN A4 Blatt? Dazu startet man von einem DIN A0 Blatt, bei dem gilt, die Länge ist Quadratwurzel von 2 mal die Breite. Und bei dem auch gilt, der Flächeninhalt beträgt genau 1 Quadratmeter. Jetzt machen wir Folgendes. Wir falten dieses Blatt in der Mitte und erhalten somit ein DIN A1 Blatt. Der Flächeninhalt von diesem Blatt ist genau die Hälfte vom Flächeninhalt A0. Hier machen wir dasselbe. Wir falten dieses Blatt genau in der Mitte und erhalten so ein DIN A2 Blatt. Auch das falten wir in der Mitte, erhalten so ein DIN A3 Blatt. Und auch dieses falten wir in der Mitte und somit erhalten wir letztendlich unser DIN A4 Blatt. Und von diesem DIN A4 Blatt, bei dem gilt, die Länge ist die Quadratwurzel von 2 mal die Breite, möchten wir jetzt die genaue Breite und Länge bestimmen. Das geht also wie folgt. Da der Flächeninhalt von einem DIN A0 Blatt genau 1 Quadratmeter ist, das heißt 10 hoch 6 Quadratmillimeter, muss der Flächeninhalt von diesem Blatt berechnet werden können durch dieser Flächeninhalt mal ein halbes, mal ein halbes, mal ein halbes, mal ein halbes. Also 10 hoch 6 mal ein halbes hoch 4, das muss der Flächeninhalt von einem DIN A4 Blatt sein. Und diese Rechnung ergibt dann 62.500 Quadratmillimeter. Ein DIN A4 Blatt ist also 625 Quadratzentimeter groß. 62.500 Quadratmillimeter groß. Um jetzt noch die genaue Breite und die genaue Länge zu bestimmen, gehen wir ganz einfach so vor, die Breite mal die Länge von diesem DIN A4 Blatt, das ist ja die Breite mal die Länge, das ist Wurzel 2 mal die Breite. Und dieser Flächeninhalt ergibt 62.500. Jetzt setzen wir Wurzel 2 noch rechts rüber, wo diese Zahl teilt. Dann steht da b² gleich 62.500 geteilt durch Wurzel 2. Also muss b gleich zur Quadratwurzel von 62.500 auf Wurzel 2 sein. Der Taschenrechner liefert dann den Wert 210,22410 mm. Man sagt häufig, dass die Breite von einem DIN A4 Blatt genau 21 cm beträgt. Ist aber nicht genau. Genauer ist das hier. Und da die Länge ja Wurzel 2 mal die Breite sein muss, brauchen wir nur diese Zahl mit Wurzel 2 zu multiplizieren und erhalten somit diese Länge vom DIN A4 Blatt. Ungefähr gilt also, die Breite von einem DIN A4 Blatt beträgt 21 cm und die Länge von einem DIN A4 Blatt beträgt 29,7 cm.